Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf euch begrüßen zur Postgame Press Conference mit ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch nach dem 1:1 gegen Deutschland im letzten Gruppenspiel. Werner, das 1:1 gegen Deutschland, eine Leistung, auf die du, nehme ich an, sehr stolz bist. Wie fällt dein erstes Fazit aus? Zuerst einmal möchte ich dem Gegner Deutschland gratulieren zum Einzug ins Semifinale. Zum Zweiten muss ich sagen, dass meine Mannschaft gezeigt hat, dass sie, glaube ich, ein würdiger Vertreter bei dieser Europameisterschaft ist. Ich glaube, wenn man ein momentanes Fazit zieht, dann sage ich, es waren 20 schlechte Minuten in der ersten Halbzeit gegen Dänemark. Ansonsten hat diese Mannschaft gezeigt, warum sie hier ist. Ich glaube ganz einfach, wenn wir in der Effizienz der Chancenverwertung besser gewesen wären oder auch das Glück gehabt hätten, dann hätte man sicher auch jetzt die Möglichkeit, dass wir bei der EM weiter verbleiben. Aber die Art und Weise, wie diese Mannschaft heute gespielt hat, ich glaube, dass selten jemand eine deutsche unter 21 so zugesetzt hat wie wir. Und das finde ich toll. Und vor allem, sage ich nochmal, für uns war es ja Neuland. 3 Spiele in einer Woche und alles, was da drumherum passiert ist, von der Medienaufmerksamkeit, aber auch von der UEFA, was da im Prinzip mit uns passiert in den 3 Wochen, die wir hier waren, muss ich sagen, dass das wirklich ein toller Abschluss ist. Aber was, muss ich sagen, mir am meisten imponiert, was die Zukunft anbelangt, dass diese Spieler jetzt in der Kabine sind und total angefressen sind, dass sie nicht mehr weitergekommen sind und dass sie vor allem nicht gewonnen haben. Und das ist für mich ein Zeichen, dass sie ganz einfach mehr wollen und für junge Spieler auch das wichtigste Merkmal, um auch weiterhin erfolgreich sein zu können. Ich darf nun um eure Fragen bitten und bitten, auf das Mikrofon zu warten. Johannes Hofer, bitte. Werner, war das heute, wenn man es aus deinem Brotberuf ausbeurteilt, die Matura der Mannschaft? Ja, ich glaube, es war das Spiegelbild dieser Mannschaft. Ja. Das war das Spiegelbild dieser Mannschaft, die ganz einfach unbedingt zur Europameisterschaft gewollt hat, die unbedingt zuerst das Playoff gewinnen wollte, die unbedingt nach dem schrecklichen Beginn 2017 unbedingt gewinnen wollte. Und das ist kein Zufall. Also das ist eine gewachsene Mannschaft. Ich habe heute schon gesagt, 3 Wochen zusammen sein und nicht einmal ein Lagerkoller. Mir tut es am meisten weh, dass ich mit diesen Spielern jetzt mit dem Großteil nicht mehr weiterarbeiten kann. Das tut mir sehr weh. Natürlich hätte man sehr gerne auch Olympiade miterlebt, vor allem mit diesen Spielern. Aber wie gesagt, das ist ein wunderschönes Erlebnis, mit diesen Menschen zusammen gewesen zu sein, den Jungen auch. Ich möchte mich da offiziell bei meinem Betreuerstab bedanken, bei meinen Sportlichen vor allem, den Didi Begam, dem Raimund Hedl, den Stefan Abey, den Enrico Kulowitz und sind sehr, sehr viele mehr, natürlich auch die Physios und so weiter, weil wir haben wirklich sehr intensiv gearbeitet und dass dann so viel rauskommt, ist natürlich der Lohn für diese Arbeit. Arbeiten tut jeder, aber dass man das so zusammenbringt, auch diese Harmonie zwischen Spieler und Betreuerstab, das ist schon einzigartig und sage ich, am meisten weh, das möchte ich auch nicht vergessen, ist, dass unser bester Spieler in der Offensive Hannes Wolf gefehlt hat. Wenn man jetzt nachdenkt, wenn der Wöbermax noch dabei ist, war Conny Leimer und der Hannes Wolf, müsste man abschätzen, was da alles möglich gewesen wäre mit dieser Mannschaft. Nicht? Und die haben auch so begonnen und sind durch Verletzungen bzw. dann Absagen nicht mehr dabei gewesen. Aber das ist schon ein sehr, sehr talentierter Jahrgang oder mehrere Jahrgänge, wo ich glaube, dass wenn die Spieler sich weiter so in den Vereinen entwickeln, dass es im österreichischen Fußball, im Nationalteam sicher noch sehr, sehr viel Freude geben kann in den nächsten Jahren. Gibt es eine weitere Frage an ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch? Bitte. In the first row. Werner, was waren jetzt so die wichtigsten Lernerfahrungen über das ganze Turnier, jetzt über die 3 Spiele hinweg gesehen, kurz zusammengefasst? Ja, dass zum Beispiel die Mannschaften zum Teil, gegen die wir auch gespielt haben, auch in der Vorbereitung, dass man
immer mehr sieht, dass die Defensive mehr oder weniger fast passé ist, dass die meisten Mannschaften mit drei Stürmern spielen, dass die meisten Mannschaften schon in Strafraumnähe attackieren, also Pressing betreiben, dass die Mannschaften zum Teil sehr ballsicher sind und dass du mehr oder weniger fast keine Luft hast, eine Ruhe ins Spiel zu bringen, vor allem im Mittelfeld, da geht es gar nicht. Und zum Zweiten war es für mich eine Erfahrung, dass man mit einer Gemeinschaft, die aus jungen Menschen zusammenkommt und die man in einer gewissen Art und Weise motiviert mit Humor und mit Spaß und dann aber auch wieder mit Seriosität. Ich glaube, es war das erste Mal, dass diese Spieler, oder sind nur 21, dass es gegeben hat, dass wir zum Beispiel einen Lehrgang drei Morgenläufe gemacht haben, um 7:30 in der Früh, nicht? Und keiner sich gejammert hat. Das ist so eine Kleinigkeit, sage ich nicht. Und das war das Zeichen und das freut mich, dass die Spieler erkannt haben, dass du durch Arbeit und durch Einstellung erfolgreich sein kannst. Und diese Erfahrung bestätigt mich. Ich habe das auch im Verein immer gehabt, dass ich mehr gearbeitet habe mit den Spielern, vor allem auch mit jungen Spielern in allen Bereichen. Und das zeigt mir, dass auch der Fußball in der Hinsicht so eine Seriosität bekommen hat, auch bei den anderen Mannschaften, also bei den anderen Nationen, wo man gesehen hat, was auch diese Robustheit und diese Athletik und Schnelligkeit anbelangt. Ja. Du kommst halt mit Technik aus dem Stand oder nur mit Spielintelligenz kommst du nicht weit. Du musst ganz einfach wenn du heute Fußballer bist oder Profifußballer, dann ist eins, du musst heute viel komplexer sein. Ja. Du kannst halt nur sagen, früher hast du gehabt einen zweikampfstarken Abwehrspieler, ist heute unmöglich. Also der Spieler muss auch Qualitäten haben, dass er zum Beispiel auch, wie gesagt, im Spielaufbau aktiv ist und das auch betreiben kann, eine gute Passqualität. Und es wird alles schneller, das muss man auch sagen. Also es wird im Prinzip die Passschärfe nimmt zu, es nimmt das Tempo, das Speed zu. Und wenn du da auch in der Selektion bist, nicht bei Jugendnationalmannschaften, beziehungsweise dann bei der Unter 21, da musst du ganz einfach auch Wert legen auf diese Attribute, die dann den Erfolg ausmachen. Und das Wichtigste, sage ich auch, ist die Mentalität. Das habe ich auch da. Diese Erfahrung habe ich gemacht, dass ohne Mentalität kommst du, speziell glaube ich auch als kleineres Land wie Österreich, kommst du nicht weiter. Gibt es weitere Fragen? Christian Meierhofer, bitte. Werner, weißt du dann, da ist irgendwie überrascht, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war einfach unglaublich schön von außen zu sehen, wie kombinationsstark das teilweise war. Und wie bitter ist es, ja, dass man vielleicht mit einem Goalgetter ja, das ein oder andere Tor mehr gemacht hätte? Zum einen habe ich ja diese Spielformen, die wir betrieben haben, immer, ja, da haben wir ja gesehen, wir haben auf engen Raum gearbeitet, wir haben natürlich immer wieder versucht, die Spieler unter Druck zu bringen in den Trainingseinheiten. Da hat man dann gesehen, was eigentlich möglich ist. Ja. Und ich glaube, für mich war so ein Schlüssel das Frankreich-Spiel, wo wir wirklich gesehen haben, das war für mich undenkbar, Frankreich zu schlagen und in der Präsenz, wie wir da aufgetreten sind, nicht? Mit der Passsicherheit. Wir haben nicht nur, sag jetzt einmal, hohe Bälle nach vorn gespielt, sondern wir haben durchkombiniert und haben auch schnelles Umschaltspiel gehabt. Und das war für mich der Schlüssel und ich glaube auch für die Mannschaft, dass sie gewusst hat, sie kann bei dieser EM sehr weit kommen. Ich glaube, dass, wenn jetzt alles stimmt, sind wir Siebter bei dieser EM jetzt geworden, weil wir 4 Punkte haben. Und ich glaube, das ist auch der größte Erfolg neben diesem WM-Erfolg von der U20. Das ist schon was Besonderes, nicht, muss man sagen. Und zum Zweiten, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und sage, es gibt keinen Zufall. Es hat alles etwas für sich, dass sowas passiert oder dass Dinge passieren, wo man dann auch Probleme lösen muss. Ich bin sehr stolz, muss ich sagen, wie die Spieler. Ein Beispiel, wie sie dann bei dieser Misere mit dem Hannes, wie sie beispielsweise mit dem Spieler umgegangen sind, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie dann diese Idee gehabt haben mit der Nummer, dass sie zeigen, dass sie ihm alles Gute wünschen. Und da ist schon eine Kameradschaft entstanden und ich glaube ganz einfach, dass sehr viele Spieler, sehr viele junge Spieler nachziehen, die einfach im A-Team sich einmal die Möglichkeit haben, sich dort zu beweisen. Und ich glaube ganz einfach, dass dieser Weg von dieser Mannschaft oder von vielen Spielern dieser Mannschaft noch nicht zu Ende ist. Und zum Zweiten möchte ich sagen, dass ich noch nie so viele junge Spieler gehabt habe. Also in der Unter 21, die nächstes Jahr
auch den nächsten Lehrgang, also oder den nächsten Jahrgang betreiben können. Da waren insgesamt 12, 13 Spieler dabei. Jetzt waren noch 4 Spieler oder 6 Spieler waren dabei. Ja, Lobritsch ist leider verletzt, Hannes Wolf, das waren 6 Spieler. Und das gibt mir schon die Hoffnung, dass wir auch weiterhin so erfolgreich sein können. Aber es ist natürlich kein Selbstläufer, das muss man auch sagen. Du musst intensiv arbeiten und unglaublich ist auch, was innerhalb von einem Jahr passiert mit jungen Spielern. Nicht? Also wie sie die entwickeln, auf einmal ist ein körperlicher Athlet durch das Training und durch seine Einstellung. Und das imponiert mir sehr. Und das andere, eben wie du sagst, ob man mit einem Goal geht, das ist jetzt ist bitter, wenn man bedenkt, was da alles möglich gewesen wäre. Aber andererseits tut man der Mannschaft, die jetzt hier ist, tut man sehr unrecht, was die geliefert hat heute Beispiel. Also ich kann mich nicht erinnern, dass unter 21 eine derartig starke Mannschaft, das muss man auch sagen, nicht? Die macht vorher 9 Tore, ne? Und machen heute durch einen 1000-Gulden-Schuss, das kommt man noch dazu, nicht? Weil wie das Tor passiert ist, habe ich geglaubt, ich habe einen schlechten Vertrag mit denen da oben oder habe irgendwas Böses begangen. Aber, bitte? Aber es ist so, dass natürlich das schon sehr weh tut, dass gerade beim Lehrgang auch, dass 2 Spieler, die uns geholfen haben, auch Sandy Lobritsch ist ein Spieler, der sehr helfen kann, dass das natürlich so passiert ist. Eine weitere Frage für Teamchef Werner Gregoritsch. Ja, Daniel Theisel, bitte. Herr Teamchef, es ist zwar noch ein bisschen früh, so direkt nach dem Spiel, aber weil Sie es schon angesprochen haben, wie schaut denn jetzt der Fahrplan weiter aus? Es ist ja nicht mehr so lang im September, geht schon die nächste Quali wieder los. Haben Sie da die Nachrücker quasi schon ein bisschen beobachtet? Oder? Ja, freilich. Also ich bin ja mit dem, also das ist auch noch nie gewesen beim ÖFB, dass unter 21 länger gespielt hat als 2 Jahre. Dadurch haben wir natürlich ein Spezialprogramm gehabt, das hat der Hermann Stadler, eine sogenannte U20 gehabt. Also das ist der Nachfolger dieser unter 21, da sind sehr, sehr gute Spieler dabei, die haben 2-mal gespielt, haben auch schon Leistung gezeigt und in der Kombination mit diesen Stammspielern, ich sage heute war Marco Friedl, Kevin Danzer kann noch spielen, es ist der Baume, Maresic sind dabei, es kommt jetzt der Sandy kommt dazu noch nicht, es sind ein paar Spieler, die nicht dabei waren. Also ich glaube, dass diese Mischung von den Spielern, die da waren, die das erlebt haben, ich glaube, das wird jetzt einmal diese Eindrücke wird auf die Spieler dann erst in ein paar Wochen oder Tagen kommen, wo sie sagen, eigentlich möchten wir wieder dorthin, nicht? Möchten das wieder erleben. Und das ist schon etwas Besonderes. Und zweitens muss ich auch sagen, was unglaublich war, waren die Zuschauer. Das hat mir so imponiert, muss ich sagen, also wie die mitgegangen sind, das habe ich noch nie erlebt. Bei unter 21, das war phänomenal, da möchte ich mich auch sehr bedanken. Und ich hoffe aber jetzt, dass wir auch in unter 21 so eine Wertschätzung auch kriegen vom Publikum, dass wir nicht immer vor 500 Leuten oder 700 Leuten spielen, sondern dass wirklich, sage ich jetzt mal, bis zu, wenn 2000 Leute immer kommen würden zu den Spielen, das ist, glaube ich, gerade auch, sage ich jetzt einmal, möglich in unserem Land, dann glaube ich schon, dass das auch also für die neue unter 21 eine Motivation ist. Johannes Hofer, bitte. Wie viel Platz für Wehmut ist jetzt so kurz nach der Partie oder insgesamt? Das kann ich sehr schwer beschreiben. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass diese Mannschaft heute Charakter gezeigt hat und dass sie ganz einfach nicht, man hat ja schon von verschiedenen Seiten gehört, das Serbien-Spiel relativiert sich nicht durch die Niederlage gegen Deutschland. Ich glaube mir ernst, dass wir gegen Serbien diesen großen K.O.-Schlag gemacht haben, dass die so kaputt waren, nicht? Muss man das sagen, weil normalerweise treten die anders auf, die haben Selbstbewusstsein dokumentiert, vor allem in der Qualifikation, aber die haben das nie glauben können, dass man so spielen kann schon. Ich glaube aber eins, dass man heute schon gesehen hat, dass man noch mehr drauflegen kann, nicht? Gegen Deutschland, nicht? Dass wir noch sag jetzt eine Schippe draufgelegt haben, bis auf das, dass wir die Tore nicht gemacht haben, aber Wehmut ist natürlich da, vor allem wenn ich die Spieler jetzt sehe in der Kabine, die sind nicht glücklich, sondern die sind sehr, sehr traurig, dass das zu Ende geht. Jeder hätte sich gewünscht, das habe ich noch gesagt, wir im Betreuerstab, aber auch die Mannschaft, dass wir zusammenbleiben. Die Sensation wäre gewesen, wenn wir dann zur Olympiade gefahren wären, das wäre überhaupt super gewesen. Aber der Fußball ist da eben, kann, sage ich,
Wunschkonzert, sondern das ist ganz einfach eine ganz beinharte Realität und darum muss ich sagen, es tut sehr, sehr weh. Aber andererseits bin ich sehr, sehr stolz auf diese Spieler und vor allem jetzt am Schluss, wie wir uns dann auch umarmt haben und auch eigentlich gegenseitig beglückwünscht haben, die Spieler und die Betreuer, ist das schon etwas Besonderes. Gibt es noch eine allerletzte Frage? Thomas Dretzmüller, bitte. Dem wird ja aufgestockt auf 16 Teilnehmer. Kann man dann irgendwie jetzt auch davon ausgehen, dass man als Österreich quasi da immer dabei sein will oder wie schaut es da aus? Das glaube ich nicht, weil die kleinen Nationen alle aufrüsten, alle, sage jetzt einmal, Kompetenzzentren gründen, wo sie die U-Teams einmal im Monat haben. Ich glaube, dass kleinere Nationen mehr Möglichkeiten haben, Jugend auszubilden, weil es ganz einfach durch die Vereine auch möglich ist. Aber was ich glaube, ist, dass natürlich durch die ständige Erweiterung von jungen Spielern in der Bundesliga, ja, wo sie spielen, oder auch Spieler, die ins Ausland gehen, ja, was immer besser wird, glaube ich ganz einfach, dass Österreich immer eine Chance hat, zumindest ins Playoff zu kommen oder sehr weit zu kommen. Aber das hängt natürlich immer davon ab, auch von der Einstellung der Spieler und auch von dem, wie man die Spieler selektiert. Ich sage ganz einfach, ich habe bis jetzt also 3 Qualifikationen von Anfang an durchgemacht und bei 3 Qualifikationen bin ich Zweiter geworden. Das heißt, ich wäre ständig im Playoff gewesen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren, ohne jetzt gleich Druck zu machen, sage ich immer wieder, auch die Chance hat, unter die besten 2 zu kommen. Aber das ist jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel nächste Qualifikation ist England, ist Türkei, ist Albanien, Kosovo, wo manche Kosovo Beispiel auch, was man nicht einschätzen kann. Das sind, bitte? Ja, also das ist unglaublich, nicht, muss man auch dazu sagen. Nicht. Und ich sage jetzt nochmal, Selbstläufer ist das im Jugendfußball einmal sicher keiner. Nicht. Also im unter 21 Fußball, das ist kein Jugendfußball, muss man auch sagen, das ist Profifußball, aber das ist sicher kein Selbstläufer. Nicht. Ich darf an die Dankesworte von Werner Gregoritsch anschließen und mich im Namen des U21-Nationalteams auch noch einmal bei den Fans bedanken für die Unterstützung beim Turnier. Selbiges gilt für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke für die faire und immer gute Zusammenarbeit im Laufe der letzten Wochen rund um diese erste Endrunde einer U21-Nationalmannschaft Österreichs. Es wird morgen vor der Abreise in die Heimat noch die Möglichkeit geben, Fragen an die sportlich Verantwortlichen zu richten. Alle weiteren Informationen machen wir uns dann bilateral aus. Es wird in der Nacht auch Informationen per Mail noch geben. Vielen Dank. Gute Nacht. Dafür. Ich möchte mich auch bedanken. Ich lese schon seit einigen Jahren keine Zeitung, seitdem ich immer wieder Dinge von mir höre oder was ist nicht, wo ich glaube, das kann nicht möglich sein. Ich möchte mein strapaziertes Herz nicht so viel, sage ich mal, in Verlegenheit bringen. Aber was mir so berichtet worden ist und was ich auch immer wieder höre, muss ich so sagen, dazu sagen, das ist wirklich sehr positiv und ich sage auch danke, weil es geht um diese Mannschaft. Diese Mannschaft hat es verdient und natürlich die Jungs waren sehr, sehr stolz und ich habe es immer wieder gehört, dass die Zeitungsberichte, die Medienberichte, die Fernsehsender, dass das wirklich eine gewisse Euphorie ausgelöst hat und das tut den jungen Menschen sehr, sehr gut. Es ist nicht so leicht für Ältere. Ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn man routinierter ist, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, aber mit der Kritik von Spielern, wo man dazu sagt, nichts dafür kann oder die nicht in Ordnung ist, ist es für die sehr schwer. Und jetzt bei dieser Qualifikation und auch dann, also Playoff und dann auch bei der Europameisterschaft, möchte ich sagen, dass das wirklich für die Spieler eine sehr, sehr feine Geste war, die Spieler in ein Licht zu rücken, was meiner Meinung nach schon längst einmal der Fall gewesen wäre. Und da sage ich recht schönen Dank, dass das auch so passiert ist. Vielen Dank, bis morgen.